Hallo Leute, mal sehen, was wir denn hier Schönes haben. Das muss ja der Oberknall des Geschmacks sein. Reißen wir es mal auf. Die Spannung steigt. Mal sehen, was da drunter versteckt ist. Hier haben wir den Homestyle Crispy Chicken des Todes. Mal reingucken. So, da ist er. Sieht ja gar nicht so verkehrt aus, wie er war, ne? Tada! Gucken wir mal rein hier von der Seite hier. So, McDonald's schreibt dazu, darauf hast du gewartet. Chicken in seiner Bestform. Ein in Buttermilch mariniertes Hähnchenbruststück. Besonders juicy und innen zart und außen crispy. Mit saftigen Tomaten, zartschmelzenden Käse und milder Ranch-Soße. On the top entsteht so eine noch nie dagewesene Geschmacksexplosion. Oh, ist das nicht mal eine schöne Geschmacksexplosion, Freunde? Ja, so. Gucken wir mal rein in die Dinge hier. So, hier ist das hier Salat hier. Da ist die Tomate. Zack, ist schon ein bisschen hier kalt geworden hier draußen. Ich schmeiß mal an hier, ich reiß mal durch. So sieht das von innen aus, ja, aber so Hähnchenbrust und hier ist ein bisschen Bacon, der klebt hier noch so ein bisschen dran. Und das war's dann auch schon, Freunde. Tada, fertig ist das Ding. Super juicy. Johnny vs. Homestyle Crispy Chicken, würde ich sagen. Dranbleiben. So, nehmen wir erstmal das Hähnchenfleisch hier. So, sägen wir es mal ein bisschen an hier. Machen wir so einen Schmetterlingsschnitt hier. Zack, die anderen machen wir auch nochmal fertig hier. So, das ist jetzt hier meine Kreation hier von dem Ding. So, irgendwie nachbauen. So, Hammer brauche ich nicht, ne? Sondern ich nehme Fäuste. Zwei Stück hier, links und rechts. So, und dann hämmert man das einfach noch ein bisschen platt. So, doppelt gefaustet ist immer besser. Und zack, der ist schon mal fertig. Schön dünn machen die Dinger. Aber ja, einen großen nachher daraus zusammenbauen. So, die hämmern wir jetzt auch nochmal parat hier. So, zack, zack, jawohl. Und nun, dann nehmen wir den hier. Reggae Rub. Oh, Freunde. Oh, ein bisschen schärfer haben ans Fleisch. Genau. Alle Hähnchens geboxt. Können wir sie hier schön würzen. Mal ein bisschen marinieren hier damit, ne? Gewürzmischung muss sein, Freunde. Jetzt Buttermilch hinterher. Genau. Schön bedeckt. Da kann ruhig eine zweite Ladung rein. In Buttermilch mariniert. So hieß es bei McDonald's. So mache ich es nach. So. Sieht doch schon mal ganz fein aus. Lasse ich jetzt erstmal ein bisschen ziehen, Freunde. Da kümmern wir uns erstmal um das Höschen des Höschens. Mayonnaise. Schuss Buttermilch rein. Ne? Und dann hier ein Becher saure Sahne fürs Ranch Dressing. Hier ein bisschen Grünzeug. Hier Petersilie, Schnittlauch, was auch immer das ist. Könnt ihr euch unten in die Infobox nochmal reinballern, was da genau drin ist. So, rührt man das hier schon mal ein bisschen an. Ja, als nächstes würde ich mal sagen, Pfanne anschmeißen und ein bisschen was anbraten. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Okay, hier Bacon in der Pfanne. Ja, die Spezialpfanne natürlich wieder. So, schön drehen, ne? Ach, das ist immer herrlich. Das könnte ich mir immer wieder angucken. Hier ist schon mal der Crispy Bacon. Für mein Dressing natürlich. Ne? Da gehört doch mal Bacon rein, oder nicht? Oder wie, oder was? So, in das Bacon fett jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch da anbraten. Extra Ladung, ich mag's Knoblauch. Lastig. So, Mundkeule garantiert für euch, Freunde. Die saugen jetzt schön das Bacon fett auf. Richtig schön hier. So, hier ein bisschen schleudern. So muss das, ne? Ein bisschen einsaugen. Oh, sieht das gut aus. Bacon, Zwiebeln. Und dann alles da rein ins Dressing. Genau. So, und dann gleich noch den Bacon hinterher. Zack. Brösel die Brösel. So. Das brauchen wir für Söschen. Das können wir ein bisschen durchziehen im Kühlschrank gleich, ne? Perfekt. Und jetzt einrühren. Und hier ist unser perfektes Ranch Dressing. Aber wir brauchen ein kleines Raucharoma, ne? Ein bisschen Rauchsalz hinterherballern. Genau, ein bisschen Rauchsalz und ein bisschen Sugar für die Girls. Reicht, yo! Und jetzt umrühren. Oh, das ist ein Dressing, Freunde. Ich würde euch sagen, rein in den Hals. Ja, aber brauchen wir später erst.
So. Hähnchen ist mariniert. Lege ich das erstmal hier so. Ah, reißt hier schon auseinander. Nehmen wir mal alles und bauen mir jetzt irgendwie so einen Burger zusammen, so ein bisschen. So, zack. Zack, zack, zack. Ich froste das noch ein bisschen an. Und dann hat er ein bisschen mehr Stabilität, ne? Da ist noch der alte Pappkarton von der letzten Folge drin, von der Pizza Buddy Folge, ne? So. Zack, jetzt kommt hier erstmal das Brötchen ran. Kommt mal raus, Teig. Na, wer wird denn wohl? So, fertig. Zack, fausten wir noch ein bisschen hier, so, mit den Kneten. Machen wir noch ein bisschen platt. Ein bisschen Ei oben drauf. So. Verteilen hier, wenn ein bisschen was runterläuft. Macht nichts hier. So, sieht das doch fein aus. So, ein bisschen Sesam lunse dich drauf. Und dann noch ein bisschen hier Lismon drüber ballern. Genau. So, zumachen. Aufgehen lassen. Wow, perfekt, würde ich sagen. Explodiert ja schon fast das Ding. So, Burger Bun fertig hier. Kohle rein hier. Und jetzt Zeit fürs Kreuz des Glücks. Tschitsching. Barbecue Kreuz Time. Ganz genau. Drauf damit. So. Zack hier. Und jetzt heißt es Pfanne drauf. Hier so eine 60er Paella Pfanne hier. So, passt perfekt. Ich habe die Kraft. Die neue Pfanne muss mit Bacon eingerührt werden. Ein Öl schon mal rein, das brauchen wir eh gleich. Und zack. Können wir brutzeln lassen hier, Freunde. Oh, crispy Bacon. So muss es sein. Ja, nicht mal eine große Pfanne, geht auch, ne? Wir brauchen noch ein bisschen mehr Öl, ne? So. Zack. Hier ist mein Ding angefrostet. Mal schauen, ob es schon ein bisschen hält. Ja, hält ein bisschen tricky. So, Mehl drauf. So, ein bisschen verteilen das Ding. So, sieht das gut aus. Ja, jetzt, ich habe mich so eine riesen Schüssel, wo ich es panieren soll. Muss ich irgendwie so auf dem Tisch panieren. Eieiei, fliegt ja die Hälfte schon runter. So, jetzt hier ein paar Brösel drauf, ne? Ah, ja, für die Kruste. Bisschen crispy. Deckel nehmen, umdrehen, dann probieren wir es gleich nochmal neu. So, und zack, wieder Ei hier. Dann haben wir, kommen diese super Brösel, das sind die. Die Panko-Mehl war das hier. Panko-Brösel. So, mal gucken, ob ich das irgendwie ganz ohne das auseinanderkriege, da in die Pfanne kriege. Ihr seht schon, da kommen die ersten Risse. Aber. Egal, rein damit. So, runter damit. Und jetzt lassen wir es einfach mal brutzeln, Freunde. Hier ein bisschen heißes Fett oben drüber. Oh. Ja, das wird ein Crispy Chicken Burger, würde ich sagen. Kommt schon. Oh, das klappt nicht ganz. Oh, oh, ist mir ein bisschen auseinandergebrochen. Macht nichts, aber ist noch genug Crispy dran hier, Freunde. Ja, Barbecue Kreuz. Jawohl. Bestes Gadget, was seit langem erfunden worden ist. Natürlich von mir. Ja. So, jetzt gucken wir hier noch mal ein bisschen näher ran hier. Oh, sieht schon mal super aus hier. Wie es brutzelt. So, kurz Brötchen anrüsten. Das hatten wir vorher gemacht. Na, kleiner Rückblick für euch. Ne? Vorher die Pfanne drauf, dann haben wir kurze Brötchen geballert. So, und damit, damit ihr wisst, wie braun herkommt. So, jetzt holen wir das alles mal runter hier. Die Pfanne ist fertig. Zack. Und nun, Freunde, kommt erstmal das Ranch Dressing rein hier. Direkt von Johnny's Cowboy Ranch. Genau, drauf damit. Und jetzt Bacon drauf, so war das ja im Video. Käse. Auf den Käse kommt gleich das heiße Hähnchen. Ist noch draußen. Das hole ich jetzt gleich rein. So, da kommt es. So. Ja, es sind halt Einzelteile geworden, Freunde. Ja, ja. Aber kein Problem. Wir kriegen da überall noch ein Hähnchen drauf geballert. So, hier. Oh. Paar Tomatoes drauf. Zack. Und wenn noch so ein Hähnchen-Ding übrig bleibt, das könnte man auch so essen. So, dann hier in den Deckel kommt auch nochmal Ranch-Dressing rein. Und jetzt kommt natürlich der schöne Salat für euch. Eine kleine Fahrt. So, nehmen. Draufpacken und hier ist
mein Crispy Chicken Burger selbst gebaut. Homemade diesmal, ne? Nicht Industrie wie hier. Homemade, ja, so muss es aussehen. Ah, ja, Homemade Crispy Chicken. Boah, sieht mal da geil aus. Oder, Freunde? War aber diesmal ein schwerer Gegner, ne? Ja, ja, ganz genau, aber ich nehm's mit jedem auf. So, es wird Zeit, den Hengst zu machen oder den Stier. Ja! Ja, und sägen wir mal an den Lümmel. Anschliff! Boah. Rein damit mit dem Messer. So, und dann. Boah. Oh. Ab in den Hals! Ah. Sehr lecker! Das ist so lecker! Das glaubt mir gar nicht! Wie vom Bäcker! Ich hoffe, der Spaß hat euch gefallen. Ich säge euch mal das Gefährt nochmal an als Vergleich, ne? Mal reingucken hier. Sieht fast genauso aus hier. Da ist es, ne? Ich nehme lieber das hier. Kommt zu Daddy. So, Boys and Girls, ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder gefallen. Lasst den Daumen nach oben brennen und Abonnation nicht verpassen und ballert's euch rein, Jungs. Ah, oh yeah. Ja, unten verlinke ich euch das Kreuz für den Glücksmoment für euren Kugelgrill.